Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Spyro the Dragon. In der letzten Folge haben wir jetzt endlich die Artisans-Welt komplett abgeschlossen, nachdem wir Sunnyflecked gefunden haben. Peacekeepers war ja davor schon fertig und die Magic Crafters haben wir auch abgeschlossen, haben mittlerweile 55% des Spiels, was echt ein guter Spielfortschritt ist, meiner Meinung nach. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich die Prozentzahl nach der Anzahl der Juwelen orientiert. Naja, wir hatten es aber auch schon mal nach 33% mit 33 Drachen. Egal, machen wir einfach weiter. Wir wollen in die Nähe. Oh, warte, wie viel Leben haben wir? Ah, das wird nicht angezeigt, wirklich. Egal, zwei. Wir gehen zu Tuco, dem Ballonfahrer, und wir wollen zu den Beastmasters. Beastmasters, wir kommen. Also wenn diese Region nicht vielversprechend klingt und mein Deutsch endlich mal Grammatik lernst, dann sind wir awesome. Aber das ist viel awesomer als jetzt, geht's eigentlich schon gar nicht mehr. So, okay, das sieht irgendwie ein bisschen nach Sumpf aus. Ich frage mich, ob ich das mal austesten soll. Lieber nicht. Okay, 300 Juwelen, 2 Drachen. Willkommen, Beastmasters. Ich will erstmal ins Huhn braten, weil Sparky hat Hunger. So schön die Juwelen einsammeln. Ist da auch ein Juwel drauf? Nein, eindeutig nicht. Ja, aber ich höre die ganze Zeit. Oh, oh. Als ob es hier ein Poke. Wow, wow, wow. Das ist eindeutig irgend so ein Opferteil. Egal. So, du stirbst. Und hier sind noch ein paar Juwelen für Spyro. So, du wirst auch sterben. Tut mir leid. Wow, das war fies. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass der Boden elektrisiert wird. Nein. Okay, aber hier haben wir. Ich hätte schwören können, hier war gerade noch ein Juwel. Naja, dann eben nicht. Muss ich weniger sammeln. Oh, da ist schon der erste Drache, den wir gekonnt verfehlt haben. Naja, hallo Bruno. Oh, Bruno, das kommt mir bekannt vor. Nasty Nog verwandelt unseren Sumpf in eine elektrisch geladene Müllhalde. Dabei war es hier früher so schön. Ja, klar doch. Also, wenn das mal nicht ein Drache war, das sah wenigstens wie ein richtiger Drache aus. Okay, Terraces Village. Hm, will ich noch nicht. Oh, hier. So, ich mache jetzt irgendwelche komischen Bewegungen über meinen Tisch, weil ich möchte wieder was trinken. Deshalb versuche ich hier Multitasking anzuwenden. Nur leider sind das noch Dinge, wo ich springen und laufen muss. Nach Flug. Demnach sind meine Skills. So, jetzt gucke ich, ob ich da noch alles habe. In der Zeit. Wow. Wow. Okay. Neue Taktik. Erstmal trinken und dann weiterspielen. So. Jetzt können wir das Ganze auch weitermachen. So, hier rüber fliegen. Oh, oh. Da hat es mich erwischt. Okay. Eigentlich wollte ich sagen, da ja Raketen da sind. Fliegt es irgendwo hin, aber anscheinend nicht. Okay, oh, Wildschweine. Und Bär. Okay, euch muss ich. Ich hatte doch mehr als einen Sparky noch übrig, oder? Der. Alter. Das ist ja fies. Gut, aber zumindest. Oh, cool. Ich kann die mal wieder burnen. Das konnte ich eigentlich schon immer, aber egal. Ja. Ziemlich komisch, die Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es wird. Ah, verdammt. Es wird langsam schwerer, sich eine Karte von dieser Map zu machen. Okay, ich weiß schon mal zumindest jetzt, wo der Ballonfahrer ist. So, holen wir uns da die Juwelen. Und hier ist noch was. Nein. Ja, komm. Lass mich auf einen Baumstumpf und was ist. Ja, dahinter sind 10 Juwelen. Okay. Dann hier. Oh, was ist das? Das ist Treetops. Ne, da will ich nicht hin. Aber ich will einen Sparky. Ich will einen Sparky füttern. Na komm, sammle die ein. Und den hier. Gut. Jetzt müssen wir mal schauen. Mysteriöse Brücke. Wohin führt die mich? In eine Festung und ich höre Strom, was nicht gut ist. Da der. Nein, so dumm bin ich nicht. Zack. So, du bist weg. Und, na komm.
Wow, 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 aber jetzt habe ich mich erwischen lassen. So, ah, komm schon, stopp. Jetzt habe ich ein Problem, weil ich habe keinen Spark mehr. Ich könnte, na komm, gucken wir mal, was hier, wenn ich zurückgehe, ob ich dann noch einen bekommen kann. Ja, kann ich. So, mir geht es hauptsächlich darum, dass ich einen Sparky habe, weil der mir, oh, ich brauche einen Schlüssel, weil der mir die ganzen Dinger einsammelt. Das war gerade noch rechtzeitig gebremst. Wow. Oh, da kann ich rüberfliegen. Da ist bestimmt etwas. Ich weiß nur noch nicht was. Ich meine, warum sollten die sonst einen Baumstumpf in die Gegend platzieren? Gut, das haben sie dort auch gemacht, aber es geht ums Prinzip. So, und... Oh, oh, Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt ist mein letztes Stündlein geschlagen. Und zack. Und da... Man lernt es nie aus mit dem Gleiten, wenn ich ehrlich bin. Okay, komm. Und jetzt. So. Wunderbar geklappt. So, ich gucke auf die Uhr. Ja. Also, in der Relation zu den Juwelen, wie es zu der Videozeit ist, sieht noch alles im grünen Bereich aus, finde ich. Ich finde es sehr spannend, wie man mitfiebern kann, ob ich es schaffe, in diesem Video es rechtzeitig zu schaffen, wobei ihr euch praktisch schon ein bisschen selber spoilert, dadurch, da ihr wisst, wie lang das Video geht. Okay, komm, ja, Cray, jetzt rede ich mit dir schon. Was? Tut mir so leid, dass die Drachen immer noch in Kristallen gefangen sind. Vielleicht geht es mir etwas besser, wenn du 50 Drachen gerettet hättest. Ja, ich bleib hier. 50 Drachen, ich hab doch schon 47, meine Güte. So ein Geizer. Oh, cool, eine Abkürzung. Ich finde es cool, dass da Abkürzungen erscheinen, sobald man schon irgendwo war. Das macht das Backtracking eventuell oder später wieder dorthin zu gehen enorm einfacher. Boah, das war knapp. Okay, ich möchte gucken, was dort... Oh, da kann ich hoch. Nein, kann ich nicht. Okay, was... Oh, 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 oh. Hier ist bestimmt noch was. Oder? Oder? Na, könnte sein, könnte sein. Ja, das ist so die Frage. Ist hier noch etwas oder nicht? Ah, gut, dann hole ich mir mal den Schlüssel. Und. Huu. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, wunderbar. Okay. Hier. Oh, das war jetzt nicht. Das war ein sehr schlechter Gleitflug. Ja, man lernt es nie aus mit den Gleitflügen. Wow, jetzt muss ich hier. Nein, jetzt habe ich es verkackt. Okay, ich habe noch ein Leben. Ja. Oder zwei. Wenn man das Nullte auch noch dazu zählt. Weil ich habe noch null Leben. Ich mag irgendwie das nicht, wenn man sagt, ich habe noch null Leben. Okay. Und zack, rüberfliegen. Wobei, hier habe ich dann... Ja, da habe ich eine Menge ausgelassen. Und da war irgendwo noch ein Wildschwein. Ja, ist tot. Und ich meine, hier ist eine Einbahnstraße. So, komm. Mach ich auch kaputt. So, hier ein bisschen, da ein bisschen. Ist da immer noch? Nein, das sieht diesmal aus wie... Ja. Ich hab's gewusst. Okay, ist das der Boss oder... Nein, Wildflight. Ach, das ist wieder schon so ein Level. Ah, ich mag die mittlerweile nicht, seit ich das aus dem dritten Level gespielt habe. Was mir eine ganze Folge gekostet hat, obwohl eigentlich... Hallo, ich möchte jetzt hier raus. Obwohl es eigentlich die Level waren, die am kürzesten immer gehen. Naja, aber man sollte sie halt auch im ersten Zug schaffen. Okay. Dich befreien wir gleich, keine Sorge. Ich muss erstmal meine Gier nach Juwelen stillen. Also das war jetzt richtig fies. Aber gut, das ist halt einfach ein Reaktionsspiel, um auf einen Knopf zu drücken. Hätte man schaffen können, aber war trotzdem nicht so nett. So, habe ich hier gleich alles wirklich geholt? Ich glaube das nicht, weil es so viele Juwelen waren. Okay, dann befreien wir mal Cletus, oder wie der heißt, keine Ahnung. Spyro, schön dich zu sehen. Aber ich muss jetzt weiter. Der ist wenigstens ehrlich. Ganz ehrlich, also... Die ganzen anderen, danke, dass du mich befreit hast, so oder so. Die wollen doch alle nur schnell abhauen und keine Ahnung was machen. Ich meine, was machen Drachen in ihrer Freizeit? Schreibt, ja, das könnt ihr mal echt in die Kommentare schreiben. Was machen Drachen in ihrer Freizeit?
Außer Spyro, der verprügelt ja Bösewichte oder hat einfach nur seinen Spaß. Kommt mir nicht mit so einer unkreativen Antwort. Ach, verdammt, ich habe nur noch 0 Leben. Mit so einer unkreativen Antwort, die wollen auch nur Spaß haben. Die ist unkreativ, die Antwort. Die akzeptiert keiner. Naja, und hierüber, was mich irritiert, ja, der ist schon tot, aber das einzige Wild schon. Nein! 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 Oh, ich lebe noch! Nein, da war das Hühnchen. Da gibt's Hühnchen. Oh, Gott sei Dank. Okay. Jetzt wird's echt langsam gefährlich. Naja, erstmal, Schatz. Komm schon. Ah. Und mach Klick, Klack, Boom. Und ja, schön viele Juwelen. Nein, da habe ich eins. Oh. So, und so, jetzt ist das alles legitim. Oh, ich habe alle. Ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, cool. Habe ich echt alles? 2 Drachen? Hey, ich habe alles. Cool. Soll ich dann schon... Oh, das sieht... Metalhead, das ist ein Boss. Das ist ganz klar ein Boss. Soll ich dann schon ein Level machen? Oder ich habe gerade ziemlich viel schon vorausgespielt. Ja, komm, wenn ich so mittendrin bin. Sollen wir Treetops anschauen? Schauen wir Treetops an. Warum nicht? Wir müssen immerhin schon mal keine Dracheneier mehr sammeln. Was heißt, die Level sollten, sofern die Juwelenzahl sammelgleich bleibt, einfacher werden. 500, ja, ist machbar, aber da ist wieder dieser elendige Wegrenntyp, was eigentlich keinen Unterschied macht, weil diese Wegrenntypen, die haben mir auch Juwelen gebracht und letzten Endes musste ich die auch deswegen besiegen. Okay. Die Gegner sind irgendwie ziemlich lachhaft. So, weil ich nicht verstehe, wie die mir Schaden zufügen wollen. Naja. Mir kommt. Oh, ich habe einen Schlüssel gefunden. Oh, ich bin so gut. Ich bin im Lauf. Ich sollte nie wieder aufhören zu spielen. Aua. Ja. Nie wieder aufhören. Total. Okay. Hier den kaputt. Und den machen wir auch noch gleich kaputt. So. 1, 2. Das ist wunderbar. Oh, Leben. Ich will leben. Wenn... Boah. Verdammt, mir fällt es auch erst jetzt auf. Ich bin hier mit 0 Leben reingegangen. Na gut, dann können wir eigentlich fast schon bis zum Game Over spielen. Dann haben wir wenigstens gut vorgelegt fürs nächste Mal. Na komm. Zack, zack und tot. Ja, ich sag zu einem Gegenstand, der ist tot. Klingt lustig. Okay. Ja, hier ist nichts dergleichen, was wir einsammeln müssten. Aber hier. So, dann machen wir das kurzerhand mal kaputt. Und zack. Sammel 1, Bucky. Und ich gehe jetzt nicht diesen Weg, weil ich möchte lieber zurückgehen. Weil wenn ich zurückgehe, dann weiß ich, wo ich wie was vergessen habe. Wenn ich was vergessen habe. Aber ich bezweifle es gerade in diesem Fall. Ja, eigentlich alles gut, schön eingesammelt, schön brav erledigt. So, aber hier ist es trotzdem ein bisschen gefährlich. Ja, aber sieht danach aus, dass da nichts ist. Dann gehen wir den normalen Weg. Und, aua. Sparky. Oh, scheiße. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir nicht sterben. Und, zack. Und, ah, gib mir. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Oh, jetzt. Ah, komm. So, stirb. Okay. Jetzt bin ich schon mal besser gewappnet, aber ich habe ein Juwel vergessen. Das ist nicht so gut. Und dieser kleine Typ ist auch abgehauen. Was ich überhaupt nicht leiden kann. Okay, einfach weiter. Und ich höre schon sein Geschrei. Soll ich? Na, ich renne noch nicht hinter dir her. Ah, cool, ich komme trotzdem jetzt ran. So muss ich wenigstens nicht komplettes Backtracking machen. Und einmal hochspringen. 2, 3, 4. Nein, ich dachte ich. Ah, ich wollte beide auf einmal. Das ist so wie beim Treppensteigen. Wenn ihr auch 2 Stufen auf einmal nimmt, weil jeder einzelne zu lange dauern würde. Na egal. Isaac versteht mich sicher. Spyro, wenn du vom Ende einer Supersprintrampe springst, kannst du es weit bringen. Ich hab's im Griff.
Ehrlich gesagt nicht. Aber naja, Supersprungrampe. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder meinen Spaß. Oh, ich sehe es. Okay, und... Zack! Und... Oh. Ich hätte vielleicht den Sprint beenden müssen. Boah, Gott sei Dank, ich lebe noch. Okay. Das heißt, the run must go on. Okay, und wir rennen. Und... Oh, jetzt habe ich es geschafft. Trotzdem hätte ich dir noch irgendwie... Ach. Den mache ich zum Schluss. Weil... Nein! Schnell! Schnell! Oh! Sag mal nein, Sparky! Boah, danke, danke, danke. Boah. Sparky, du bist mein Retter. Ja, vielleicht mache ich auch... Das ist so eine extra large Folge. Und... Uah. Beschissene Kameraperspektive, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon wieder keinen Sparky. Na, dann hätte ich es eigentlich gleich schon mal ausprobieren können. Na, wenn ich nicht hier schon sterbe. Wow, 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 wow. Ja, man sieht es da so schlecht, wo man hinrennt. Das ist das Problem. Und zack. Ja, ich hätte es da echt durchspringen können. Wow, warte. Kann ich da... Überfliegen? Ne, das ist mir eindeutig zu weit weg und zu riskant. So, heizen wir durch. Boah, der hat mich beinahe erwischt. Okay. Aua. Aua. Boah, ich einfach weg, einfach weg, einfach weg. Und jetzt da lang rennen. Zack. Angst. Ich hatte Angst. Ich hatte sehr große Angst. Wie viele waren es nochmal? 500! Ich habe noch lang nicht so viele. Aber ich habe, wie viel Leben? Ja, 0. Ist eine gute Zahl. Weil wenn ich sterbe, dann können wir endlich die Folge beenden. Kann ich dem vertrauen? Ja, kann ich offensichtlich sogar. Aber ich möchte trotzdem wieder zurück. Weil ich da lang muss. Okay, 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 okay. Oh. Oh. Oh, cool, dann kann ich gleich auch wieder das Hühnchen braten. So, das heißt wahrscheinlich, ich muss wirklich hier zurück. Warum bin... Ja, hier geht's sicherlich wieder... Nein, jetzt diesmal nicht außen rum. Hab ich's gerade... Okay, ich muss wirklich da lang. Und einfach nichts drücken. Die Entwickler haben das genauestens berechnet. So. Ich möchte da lieber nichts riskieren. Ja, komm, knall gegen die Wand. Was für... Uah. Okay, stirb! Boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sterben die Gegner. Okay. Ja, diese Schatzkiste... ist leider noch ganz. Jetzt, wie kommt... Ah. Nein, 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 nein! Leute, das Spiel ist vorbei. Game over. Ja, ich bedanke mich für alle, die zugeschaut haben, denn das war's für diese Episode. Spyro landet auf dem E. Steht für Ende, auch für das Ende dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, macht was ihr wollt. Wir sehen uns das nächste Mal. Mein Name ist Tex. Ich sag auf Wiederhören.